Hallo und herzlich willkommen, ihr seid beim besten Kanal für Vielflieger und ich darf euch jetzt ganz herzlich einladen in die kleine, ja, aber feine First Class Lounge, die Thai Royal First Class Lounge in Bangkok. Euch heute mal durch die kleine Thai Royal First Class Lounge ein bisschen führen, kann man schon sagen, weil im Moment sind wir hier für uns alleine. Das macht mir sowieso immer am meisten Spaß. Weiß auch nicht warum. Wir haben hier so ein kleines Buffet, das kann Bananen zum Beispiel beinhaltet. Oder wir haben kleine Snacks, eine Pilzkisch. Das machen die dann auch warm und so. So, das ist schon mal der erste Teil. Das ist so der kleine Teil. Dann gibt es reichlich Papers, also Zeitungen, Zeitschriften für die Damenwelt von L. Oder ist das die Männer L? Gibt es das auch schon? Einfach so. So, die Lounge, ich muss sagen, klein und fein. Wirklich, das gefällt mir. Es macht mir Freude, hier zu sein. Man hat eine große, relativ große Platzauswahl und kann sich hier einfach schön gemütlich hinsetzen. Es ist toll, es ist sauber vor allen Dingen. Das habe ich wirklich geguckt. Also man kann mal so drüber fahren. Ich mache hier immer mal so ein kleines... Toll. Genau das mag ich. Es ist eine gute Atmosphäre hier drin. Ist so ein bisschen dieser alte Thai-Style. Gefällt mir gut. Und bin ja sehr gespannt. Die wollen ja auch ihre Lounges neu machen, die Thai Airways. In Chiang Mai habe ich jetzt gerade ein Video gemacht. Da sind die am Umbauen. Und da werde ich euch natürlich sofort, ich da die Bilder habe, euch zeigen, wie dort die neue Lounge aussieht. Und ich denke, die Thai Royal First, ich hoffe eins, sie werden nicht ihren Stil verlieren und werden so hochmodern, sondern dass sie wirklich ihre Tradition behalten, oder? Findet ihr das auch? Also das wäre toll, wenn ihr da eine Meinung zu habt. Schreibt mir das doch mal unten rein. So, jetzt gehen wir mal, ja, wie ich immer finde, ins Drittwichtigste. Das ist ja der Business-Bereich. Und der Business-Bereich, der ist hier ausgestattet mit einem Computer. Da kann ich also, wenn ich jetzt meinen Laptop nicht aufmachen will, weil ich vielleicht kurz in der Zeit bin, kann ich da mal kurz rangehen. Ich kann was ausdrucken, ich kann was einscannen. Kann ich natürlich mit meinen Smartphones auch. Aber wenn ich jetzt keins habe, ich muss sagen, nicht jeder hat ein Smartphone. So, wir kommen in die Schnapsabteilung. Oh, das ist natürlich eine schöne Abteilung. Ist alles da. Man kann sich einen schönen Martini machen. Es gibt aber auch tolle Weine. Guck mal, die haben hier einen schönen Rotwein. Den würden die aufmachen, würden den ein bisschen atmen lassen und dann kann man den genießen. Also ich meine, was wollen wir denn mehr? So, in der Zwischenzeit habe ich bestellt einen schönen vegetarisches Thai-Menü. Heute ist Vegetag. Da machen wir einfach mal ein Thai Royal First Vegetag, oder? Das finde ich praktisch. Das wird jetzt gerade hergestellt für mich oder produziert oder gekocht, wie auch immer. Und darauf freue ich mich. Bin sehr neugierig. Dann könnte man ein schönes Gläschen Champagner. Ha? Was gibt es noch? Ein paar Nüsschen so vorweg. Dann haben wir ja hier Getränke, also so Softdrinks gibt es hier. Und guck mal, das finde ich ganz entzückend. Das ist so eine Teeabteilung oder könnte aber auch eine Espressoabteilung sein mit orangenen oder roséfarben, also in Thai, in der Thai-Farbe.
gibt auch kleine Blümchen dazu. Da diese eine Butterblümchen. So, Tee haben wir ja immer da. Espresso gibt es. Und es gibt Buffets. Also es gibt so ein... So ein Shrimp-Cocktail. Also, gefällt mir gut. Den kann man wunderbar essen. Es gibt Shrimp-Toast. Dann gibt es hier so kleine Desserts. Können wir, das ist bestimmt, bestimmt lecker. Und die klassischen, die ich ja so toll finde, dass sie das so toll herstellen. Also das ist wirklich eine... Also schmecken, sorry, schmecken tun sie nicht. Aber aussehen wie eine echte Kirsche. Also das machen die ganz toll. Das sind echte thailändische Früchte. Also so ein Dessert. Kann man nicht essen, finde ich, aber man kann sich's angucken. Ich finde das toll. Ist eine schöne Dekoration. Naja, Früchte gibt es auch. Gibt ja auch immer schöne Blümchen hier, guck mal. Till I hold you in my arms tonight. I wanna love you till the end of my... Und was haben wir da? Radarazom? Also ich bin wieder begeistert. Die Thai Royal First Class, die kleine Thai Royal First, die ja auch angeschlossen ist an eine Business Class Lounge. Habe ich auch ein Video gemacht, könnt ihr euch auch ansehen beim VIP-Vielflieger. Macht Freude. Schöner Moët Chandon, ist sowieso am feinsten. Und könnte jetzt noch so ein kleiner Cassis rein, das habe ich noch nicht geschafft. Ich muss das mal anregen, dass wir in der Thai Royal First auch ein bisschen Cassis haben. In der großen haben die das, glaube ich. Ich frage mal dort. So, habe ich ja gesagt, ein paar Nüsschen dazu. Und mein Veggie-Essen kommt gleich. Toll. Und jetzt gehen wir mal in die Spa-Abteilung. Ja, das haben die hier in der kleinen Lounge auch. Die haben hier insgesamt 1, 2, 3 Duschen. Und ich meine, das ist absolut ausreichend. Man duscht hier First Class. Alles da mit tollem Shower Gel, mit Haarshampoo. Man hat hier diese Lotions. Also, ich muss sagen, dann kann man sich hier. Ja, man hat was zum Rasieren, zum Zähneputzen, also zum Frischmachen. Ich muss sagen, hier fühlt man sich pudelwohl. Und wer gerne thailändisch isst, kommt in der Thai Royal First auf jeden Fall auf seine Kosten. Denn ich habe mein Veggie-Gericht bekommen. Brokkoli, Karotten und einen schönen Reis dazu, einen Stamped Rice und Pilze. Also, das sind sowieso witzige Pilze. Mag ich so gerne wie Steinpilze bei uns. Die sind so... Also sind ähnlich, wirklich. Also wie der Steinpilz. Schmeckt aber anders. Hm. Hat so was Matschiges. Aber nee, positiv, nicht negativ gemeint. Also ich muss sagen, meine Reis machen, Thai-Reis, man weiß ja diesen duftenden Jasminreis, das ist einfach schon sehr lecker. Mmh. Also ich mag das wirklich gerne. Köstlich. Und wir sind schon am Ende des Videos. Das war sie, die kleine First Class Lounge, die Thai Royal First Class Lounge von der Thai Airways in Bangkok. Klein, aber fein, oder? Ich muss sagen, auch hier fühle ich mich wirklich pudelwohl. Die Mitarbeiter sind großartig, freundlich, hilfsbereit und
Sie bringen oder lesen einem fast jeden Wunsch von den Lippen ab. Also, großes Kompliment. Und wenn ich den Daumen sehe, das Video hat euch gefallen, dann gebt mir ein Like. Und nicht vergessen, den Kanal zu abonnieren, damit ihr auch die nächsten Videos wieder sehen könnt. Das geht hier. Zum nächsten Video geht's da. Also, bis bald bei eurem VIP-Vielflieger. Und nicht vergessen, genießt das Leben. Take off.